Was soll man dazu sagen? Wissen die, das ist sowas von zum Kotzen mit dieser GEZ, ja? Hier. Die wollen von mir, warte mal, wo ist denn das? 198 Euro. Ich bin Hartz-IV-Empfänger. Ja? Im Auftrag? Naja. Es ist doch echt nicht mehr wahr, oder? Stadt Beelitz, ne, der Bürgermeister. Ja, was ist denn das für eine Type? Ja, gut, okay, kann ich jetzt nicht ändern. Mir ist das jetzt erstmal, darum werde ich mich kümmern, wenn ich hier, leider kann ich hier nicht telefonieren, ja. Ich habe zu wenig Guthaben auf meinem Handy. Sonst würde ich ihn jetzt sofort anrufen. Ja? Ich weiß nicht, was das soll. Die haben mich in Berlin schon verfolgt, die GEZ. Ja? Aber da hat mir kein Bürgermeister geschrieben. Ich bin erstaunt, dass mir hier ein Bürgermeister schreibt. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt erstmal gleich baden gehen. Nachdem ich ja heute Morgen schon wieder so viel Aufregung hatte. Ja, was mich natürlich ein bisschen, also mich regt da nur eins auf, wenn Menschen doof sind. Wenn sie bescheuert sind, dann regt mich das auf. Ja. Allerdings werde ich auch das abstellen. Ja, ich sag ja, den Hans Dings da, ja, den habe ich gesucht und habe Gott sei Dank gesehen, dass ich den als Freund hinzufügen soll. Das bedeutet, dass er von alleine gegangen ist. Gott sei Dank. Sonst hätte ich ihn rausgeschmissen. Ich hätte ihn rausgeschmissen. Ich kann sowas nicht mehr abhaben. Ich weiß, was ich tue. Ja, wenn die Leute selber nicht wissen, was, das ist mir scheißegal. Ja, ich habe keine Zeit mehr für so eine Leute, die nicht verstehen wollen. Ja? Oder sich lieber ablenken lassen. Ja, soll mir doch recht sein. Aber wie ihr sagt, also ich bin da, ich muss mal lesen. Ja. Sollten Sie nicht nachkommen, Lohnfindung, wollen Sie meinen Lohn finden? Ja, was für ein Lohn? Hartz IV können Sie nicht finden. Ich habe ein Pfändungsschutzkonto. Ja, lieber Herr Bürgermeister aus Beelitz, ja, ist so geil, ja, was die eintraktieren, was das alles für Geld kostet. Das war alles viel einfacher. Ja, man hat früher hat man einfach da ein Schreiben dazu gekriegt. Das konnte man dann an die GEZ schicken und dann war das erledigt. Aber nein, heute ist es so, jetzt muss man dafür auch noch einen Antrag stellen. Also wisst ihr, da mache ich einfach nicht mehr mit, da verweigere ich mich. Ne? So wie andere Leute auch. Außerdem ist es ja verfassungsmäßig sowieso nicht rechtens, was die da machen mit der GEZ. Ja? Gut, egal, notfalls lasse ich es auf den Prozess ankommen. Ich habe damit immer ja kein Problem. Ja, nicht? Also ich bin erstaunt, ich fasse das immer ja nicht. Okay, aber das Wort verdirbt mir natürlich nicht die Laune. Ja? Warum sollte mir das die Laune verderben? Ich werde mich darum kümmern, das mache ich, weil ich will ja auch wieder arbeiten und wenn sie mir dann kennen, ist das nicht so gut. Ne? Also kümmere ich mich darum. Ich werde demnächst Insolvenz anmelden. Ja? Allerdings wisst ihr ja, das ist nicht so einfach bei mir. Ja? Die Frage ist, was für eine Insolvenz? Ich will nicht zweimal Insolvenz machen. Ja? Also, ich muss erst mal rauskriegen, ob ich eine private Insolvenz beantragen soll, muss oder soll oder nicht soll oder eine Regelinsolvenz. Das ist also noch nie raus. Ja? Und der Herr Bürgermeister hier in Sedin lässt sich ganz schön viel Zeit. Also, sie kommen hier immer mehr unter Druck. Ich werde den jetzt demnächst mal anrufen. Also, spätestens am 3. Oktober, nee, am 3. geht ja nicht, da ist ja ein bescheuerter Feiertag, den ich nicht haben will. Ja. Ich brauche eh keine Feiertage. Bei mir ist jeder Tag Feiertag, ne? Jeder Tag. Gott sei Dank ist das so. Stehe morgens auf und freue mich. Ja, wer kann denn das schon? Ja. Die meisten haben irgendwelche Probleme im Kopf, ich nicht. Und naja, was soll ich sagen? Das sind ja für mich keine Probleme. Ja? Für mich ist das eben Alltag. Ja?
was die da mit mir treiben. Ja. Und eins ist sicher, ich werde rehabilitiert werden. Ja. Nicht? Darum kämpfe ich ja schon seit dem 6.5.1990, wo mich die BVG fristlos entlassen hat. Ja? Seitdem will ich rehabilitiert werden. Und ich werde das durchsetzen, weil ich es will. Mr. Sound macht das schon. Die können mir mal am Arsch lecken, Mann. Ja? Ich finde es so unmöglich, wie die mit Menschen umgehen. Ja? Ne? Das wissen die alle ganz genau da. Diese Scheißbürokratie, ja, hier in Deutschland. Die ist dermaßen zum Kotzen, die kostet so viel Geld, das könnte man einsparen. Indem man das alles vereinfachen sollte. Früher war das ja auch so, als Arbeitsloser musstest du nicht alle halbe Jahre dich arbeitslos melden, sondern einmal im Jahr. Und so weiter, dann wird's heiter. Ja? Ich sag ja, die stellen die Hartz-IV-Empfänger als Schwerverbrecher hin, was sie aber nicht sind, denn die meisten wollen arbeiten, so wie ich zum Beispiel. Man lässt mich aber nicht. Das ist der kleine Unterschied zwischen mir und faule Säcke. Ja? Ich darf nicht arbeiten, man lässt mich einfach nicht. Ja? Natürlich, jetzt könnt ihr sagen, ja, warum sucht er sich nicht eine Arbeit? Ja, könnte ich machen. Ja, aber nein, der Staat hat mir geschadet. Jetzt hat der Staat die Pflicht, den Schaden wieder gut zu machen. So sehe ich das. Ja, und dafür werde ich auch kämpfen. Ja, und weitermachen, so wie bisher. Ich ändere mich nicht. Warum sollte ich mich ändern? Ich bin so seit Kindheit. Ich weiß immer, was ich wollte. Davon gehe ich nicht ab. Das passt. Schöner Schlusssatz. Okay, ciao.